Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Paddy und Chrissy sind heute nochmal in der Rumba für euch unterwegs und wir schauen uns den Fan an mit Alemana-Abschluss. Wir starten in Tanzhaltung. Wir zeigen es euch in allen vier Richtungen, so seht ihr es in allen Perspektiven. Wir starten mit einem halben Grundschritt. Seit, wie, gen. Und jetzt darf der Herr schon eine Viertel aufklappen, das heißt, er geht gefühlt nach hinten weg und lässt die Dame noch zur Seite laufen. Somit seht ihr, hat die Dame jetzt freie Fahrt nach vorne und der Herr lässt die Dame auf die Seite aufklappen. Sie hat vor, umdrehen, rück und er hat einen kleinen Rückwärtsgrundschrittteil. Eins, zwei, drei. An der Stelle können die Damen jetzt entweder schließen oder ein kleines Rückwärtswiegen tanzen. Je nachdem, wie weit ihr auch gelaufen seid, reichen manchmal die Arme nicht. Er hat einen Vorwärtswiegenteil vom Grundschritt. Danach den Arm hochnehmen. Wir zeigen euch die nächsten folgenden drei Schritte. Wir haben 1, 2, 3. Und jetzt darf die Dame ein Damensolo tanzen und er den Rückwärtsteil des Grundschritts. 1, 2, 3. Und wir sind wieder in Tanzhaltung. Hier können wir jetzt Grundschritt tanzen und in der nächsten Richtung aufklappen. 1, 2, 3. Die Dame darf wieder auf die andere Seite laufen. 1, 2, 3. Wichtig, wir stehen jetzt im rechten Winkel zueinander, aber mehr oder weniger fast auf einer Höhe. Die Dame darf wieder vor den Herrn laufen mit 1, 2, 3. Umdrehen in den Arm. Hier gerne immer einen Grundschritt zwischendurch tanzen, dann erholt sich das Paar und ihr findet wieder zueinander. Nach dem nächsten Vorwärtswiegen der Herr eine Viertel aufklappen, sodass sie jetzt freie Bahn hat. Sie tanzt 1, 2, 3 und entweder tanzt sie jetzt hier an der Seite ein Schließen oder auch gerne einen kleinen Rückwärtsschritt mit Rückwärtswiegen vor, je nachdem, was euch bequemer ist. Jetzt hat sie noch das Damensolo. Und er Grundschritt. Letzte Seite gezeigt. Wir haben noch einen Grundschritt. Dann klappt er auf. 1, 2. Aufklappen. An dem Herrn vorbei. 1, 2, 3. Umdrehen im Tanzhalten. Und wir sind nach viermal Fan mit Alemana-Abschluss und ein bisschen Grundschritt wieder in der Ausgangsposition. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Üben. Habt ganz viel Spaß dabei oder schreibt auch in die Kommentare, wie es für euch war. Und dann sehen wir uns entweder auf dem YouTube-Kanal oder im Unterricht. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.